Diese riesige Falltür haben wir extra gebaut, um unsere Freundin zu versenken. Kim hat uns letzten Sommer richtig viele Streiche gespielt, deswegen müssen wir uns jetzt einmal so richtig revanchieren. Wir übertreiben jetzt komplett und sägen als nächstes ein Loch in den Boden direkt vor unserer Haustür. Da kommt dann die Falltür rein. Das ist schon gut anstrengend, aber es geht rein in die Butter, das ist richtig geil. Die Säge hat es nicht dazu geschnitten, die kommt nur 17 cm tief, das heißt, es fehlen noch 10 cm. Aber wir probieren das jetzt einmal mit dem Vorschlaghammer rauszuhauen. Also der ganze Boden bebt auf jeden Fall. Der Kopf, das bricht alles so raus, aber ich glaube, wir müssen es in kleinen Stücken rausmachen. Lara, das war der letzte Tag, an dem du sicher in das Haus gehen konntest. Ja, schön. Okay, los. Die erste Schicht ist jetzt ganz draußen. Wenn wir jetzt noch einmal reinschneiden, dann sollte das ganze Ding hier runter in den Keller krachen. Das Sägeblatt kommt jetzt nicht ganz durch, da ist unten noch 1 cm. Ich habe jetzt mal ein kleines Stück rausgesägt und jetzt probieren wir, ob wir es rausschlagen können. Ich glaube, da tut sich gar nichts. Wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, ein Loch in die Decke zu machen? Boah, ich hätte nicht gedacht, es geht einfach. Die Decke ist zu stabil. Warum baut man so gescheit in Deutschland? In Amerika hätten wir einfach durchgetreten. Ja, und jetzt? Lassen wir jetzt mal irgendwie der Beton rein. Fertig. Einzige Lösung ist die Presse, Sommer! Es ist richtig anstrengend, macht aber auch unfassbar Bock. Wir kommen gerade mega schnell voran. Der Presslufthammer ist auf jeden Fall das Richtige. Danach müssen wir jetzt nur noch das ganze Gitter hier rausflexen und dann kann eigentlich auch schon die Falltür rein. Und Kim darf davon nichts erfahren. Das ist das Allerschwerste, wenn man so eine riesige Baustelle direkt vor der Tür hat. Wir wissen halt noch nicht, wie wir es erklären. Also, was sagt man denn da? Jetzt hauen wir erstmal das Loch fertig und dann gucken wir weiter. Wir sind jetzt mit den ganzen Betonarbeiten fertig, hier ist alles draußen. Ich bin echt froh, dass wir nicht mehr sägen und mit dem Presslufthammer arbeiten müssen. Als nächstes kommt jetzt dieses ganze Gitter hier raus. Das müssen wir einmal durchflexen und dann können wir hier runterspringen. Es fühlt sich schon sehr dumm an, wie wenn man auf so einem Ast sitzt und selber absägt. Leben am Limit! Ich kann es wirklich nicht glauben, dass wir es durchgeschafft haben. Es ist yeah. Ich bin einfach nur fertig. Die Arbeit war schon sehr anstrengend. Ich glaube, es war eins der anstrengendsten Projekte. Außer die Iglu-Tour. Jetzt müssen wir noch den ganzen restlichen Beton hier rauskriegen. Wir schippen das jetzt alles in Eimer und tragen das hoch. Das wird nochmal echt krass viel Arbeit. Sobald die Falltür aufgeht, fliegt mein Einschottwerk tiefer in den Keller rein. Und damit nicht alles wehtut, polstern wir es mit Schaumstoffwürfeln. Wir schneiden die Schaumstoffwürfel hier kleiner, damit die Landung ein bisschen sanfter wird. Verschieden. Das ist noch viel zu wenig, dass wenn du da reinspringst, du brichst dir alles. Steff, Achtung! Alles gut? Leute, was ist hier los?
Wir haben das Loch im Boden hier jetzt komplett fertig. Als nächstes müssen wir jetzt die Falltür bauen. Dafür mache ich einen riesigen Rahmen aus Metall, wo dann zwei ganz große Flügeltüren reinkommen. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle unsere Kanalmitglieder, die uns hier immer bei so krassen Projekten unterstützen. Wir haben da jetzt noch eine coole neue Sache. Und zwar haben wir einmal im Monat einen Livestream, wo ihr uns eure Fragen stellen könnt. Und außerdem könnt ihr uns da alle eure Videoideen sagen. Und wir zeigen euch, wie weit wir gerade mit unseren neuen Projekten sind. Damit die Falltür richtig schnell aufgeht, brauchen wir jetzt noch einen Verschluss. Ich habe überlegt, dass wir einfach so einen kleinen Riegel machen, der hier drüber ist. Und den ziehen wir dann mit einem Seil zur Seite. Unter den Riegel mache ich jetzt noch ein Blech drunter, damit das Holz nicht kaputt geht. Den Riegel hier will ich dann mit einem Stahlseil aufziehen. Deswegen schmeiße ich da jetzt die Schraube drauf. Da kommt dann dieses Ding noch dran, um das Stahlseil zu spannen. Der große Moment ist gekommen. Wir haben das jetzt provisorisch hier aufgebaut und können den ersten Test machen. Ich stelle mich jetzt noch nicht selber drauf, deswegen macht den Test jetzt der Löwe hier. 1, 2, 1. Was ist das Problem? Es liegt auf dem Tisch auf hier. Wir müssen es ein bisschen weiter rausstellen. 3, 2, 1, go! Okay, das ist schon geil. Das wird schon sehr geil. Ich weiß nicht, wenn man da draufstehen will. Aber ich bin am Ende nicht der, der draufsteht, von daher. Ich freue mich schon auf den Moment, wo wir den Löwen durch Kim ersetzen. Oh ja, das wird super, das wird wirklich super. Oh. Ich freue mich schon richtig drauf, die Falltür jetzt da einzubauen. Aber bevor wir die jetzt einsetzen, müssen wir einmal die Holzbretter rausnehmen, damit wir den Rahmen besser festschrauben können. Der Rahmen passt da echt viel besser rein, als ich gedacht hätte. Der klemmt so schon ganz gut, aber ich schraube den jetzt sicherheitshalber nochmal richtig mit Betondübeln hier in die Seite rein. Die Falltür soll ja später ferngesteuert werden, deswegen habe ich jetzt die Seilwinde hier geholt, die hat eine Funkfernbedienung. Ich schließe die jetzt hier an die Seile an und schraube die hinten in die Wand rein. Dann sollte ich oben auf den Knopf drücken können, dann zieht es an den Seilen und dann geht die Tür auf. So, jetzt spanne ich mal das Seil und dann hole ich die Fernbedienung. Wenn ich jetzt nochmal drücke, müsste eigentlich die Klappe aufgehen. Ich mache jetzt den ersten Test, ich habe echt schon ein bisschen Angst. Das ist echt ein komisches Gefühl, ey. Ich habe gar keinen Bock. Das ist echt ein super komisches Gefühl, aber man tut es überhaupt nicht weh. Also mit den Stützeln ist es ja entspannt. Aber es ist alles wirklich sehr komisch. Es ist auch komisch, weil du hörst es nie sonst, dass der Boden nachgibt. Wir machen jetzt oben noch so einen Rasen drauf und tun so, als würden wir hier so eine Fake-Mini-Golf-Anlage bauen, damit man nicht sieht, dass hier eine Falltür ist. Ja, und dann kann Kim eigentlich kommen. Hier unten drunter ist ja die Falltür. Ich muss jetzt genau die Linien treffen, wo die Tür dann aufgeht. Johannes hat mir jetzt das Zeichen gegeben, wann ich den Knopf drücken soll. Aber so ein guter Freund wie ich bin, werde ich den Knopf natürlich vorher drücken. Und er weiß noch nichts davon. Ich glaube, der Rollreifen war auf jeden Fall die richtige Wahl, weil sie... Ja, Sinan hat einfach den Knopf gedrückt. Ey, Sinan, ja. Hat der Prank funktioniert? Und wie der funktioniert hat. Ich wollte sagen, den Schnitt sieht man eigentlich echt gar nicht. Also ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann passt das. Also unser nächstes Opfer ist jetzt Erik. Der Daniel tut so, als würde er hier Golf spielen. Da kommt Erik. So, jetzt muss ich die Kamera wegpacken, sonst ist es zu auffällig. Gleich ist er weg. Nein, das hat nicht funktioniert. Netter Versuch. Johannes, was ist das? Oh, das hat irgendwie geklemmt, ich check's auch nicht. Er stand perfekt drauf. Oh, ich dachte mir die ganze Zeit, jetzt hab ich's, jetzt gleich hab ich's. Die Aufnahme unten ging 3 Minuten lang. Hier hat auch noch gefilmt. Das ist ja so geil.
Als wir runtergegangen sind, habe ich gesehen, dass sich die kleine Metallplatte gelöst hat und sich dadurch das Holz verklemmt hat. Wir haben es provisorisch repariert, hatten aber gar keine Zeit mehr, es zu testen, weil Kim jeden Moment auftauchen konnte. Das Ding ist, wir haben halt nur eine Chance. Also wenn die es jetzt mitkriegt und es geht irgendwie nicht oder sie steht zu weit hinten oder so, dann haben wir verkackt. Deswegen ein bisschen nervös bin ich schon. Kim kommt da jetzt gerade angefahren. Ich verstecke mich jetzt hier unten in der Ecke. Ich habe das hier so ein bisschen zugemacht und kann hier vorne auf den Rasen gucken. Ich habe die Fernbedienung. Ich hoffe, dass es jetzt echt klappt. Wenn nicht, wäre echt richtig schade. Wir haben das ganze Projekt nur für dich gemacht. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Sag mal ein paar Worte. Bist du uns dankbar? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und folgt uns auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, wie wir unsere anderen Freunde reinschmeißen.